Abe, Abe, komm und rette uns, fest in Glackens Hand, heile unser Land. Soul Storm Bravery zerstörte unseren Geist, wenn du uns siehst, bitte rette uns. Abe, Abe, komm und rette uns, fest in Glackens Hand, heile unser Land. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Apes Exodus Oddworld. Ja, willkommen wieder zurück. Wir sind immer noch in diesem Level. Ich glaube, das war das zweite Level im zweiten Hub oder das erste Level im zweiten Hub. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir im zweiten Hub und in irgendeinem Level. Und so. Und hier haben auch schon in den Kommentaren zwei, drei Leute geschrieben von wegen, hey Keggy, den Slick durftest du doch gar nicht töten, weil hier ist so ein Slick patrouilliert. Und die haben mir gesagt, hey, du darfst doch gar nicht den Slick töten, weil du brauchst ihn ja hier für die Telefonzelle. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel schon mein Leben lang falsch verstanden habe, aber diese Telefonzellen hier, die sind doch nur für die Glackens, für die großen Glackens, für die Anführer-Glackens und nicht für die Slicks. Für die Slicks sind doch die kleinen Telefonzellen, die Stimmerkennungstelefonzellen, wo man den Code eingeben muss. Und bei diesen Telefonzellen muss man nur sagen, mach schon! Und das geht ja nur von einem Großen. Das merkt man ja schon daran, dass die Stimme, die hier rauskommt aus der Telefonzelle, ist die gleiche Stimme, die die großen Glackens haben. Und aus den kleinen Telefonzellen oder aus diesen kleinen Stimmungsgeräten, Stimmerkennungsgeräten, kommen die Geräusche der Slicks raus. Ne? Kann man vielleicht nicht so merken, vielleicht auch nicht. Ne? Aber, okay. Hier haben wir einen Mudokon. Vielleicht habe ich auch das Spiel falsch verstanden und ich kann diese Telefonzellen tatsächlich mit Wein benutzen. Aber ich glaube nicht. Das würde keinen Sinn für mich ergeben. So. Ich habe es schon falsch gemacht. Ja, töte ihn einfach. Ich habe schon falsch gemacht, weil ich müsste eigentlich einen Furz mit meinem Furz hochfliegen. Habe ich noch einen Furz ready? Ja, habe ich noch. Ich müsste nämlich mit dem hochfliegen und ich glaube da ein paar Sachen oben erledigen. Und zwar, ich glaube über den aus der Ferne kann ich den nicht töten, oder? Ich könnte den hier töten. Aber den da oben kann ich nicht töten. Aber ich kann den Slick einfach töten. Ja, ich kann ihn einfach den Slick töten. So, dann quicksave ich nochmal. Es ist ganz wichtig hier zu aufzupassen, was man macht. Weil wie gesagt, hier kann ich einen Fehler machen, weil ich habe ja nur eine bestimmte Anzahl von Fürzen und so weiter. Und ich muss nur einen Fehler machen und ich kann den ganzen Scheiß von neu machen. Deshalb ist ein bisschen... Hallo, wer hat von euch ein Handy an? Hä? Wer hat von euch ein Handy an? Tobias, machst du bitte dein Handy aus? Ja, danke. Wir sind hier in einem Oddworld Let's Play und da muss man leise sein, ja? Okay? Danke. Beim nächsten Mal bitte Handy direkt ausmachen. Danke. So. Jetzt die Sache, bleibt die Luke jetzt hier immer offen oder geht die gleich zu? Ich weiß es halt nicht. Ich gehe mal noch mal kurz runter. Zack, zack, zack. Okay, da sind noch zwei Dinger, die ich zerstören könnte. Okay, ich habe durch den Hebel da oben den Brunnen hier wieder deaktiviert. Was ist, wenn ich jetzt mit dem den Brunnen wieder aktiviere? Ist oben wieder die Luke zu? Na, die Luke bleibt offen. Okay, ich hüpfe einfach mal runter. Ich habe einen Furz dabei, glaube ich. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Es ist Zeit für die Soulstorm-Fragestunde. Frage, wo zum Teufel bin ich? Antwort, du bist in der Vorstandsetage der Glackens. Ein ziemlich schwieriger Ort. Es sei denn, du bist ein Glacken. Vielleicht solltest du einen aus seinem Büro rausholen. Das Recht steht auf der Seite des Besitzenden. Ah, okay. Mit freundlicher Unterstützung von Rapture Farms. Slurk Becher, ob draußen oder daheim. Es schmeckt besser mit Schleim. Okay. Mit Schleim, lecker. So, die Sache ist jetzt die... Achso, ich kann die einfach wieder runter, okay. Weil die Sache ist die, ich kann den jetzt nicht töten.
Okay, dann könnte ich hier theoretisch mit dem Furz hier reinfliegen. Ich könnte theoretisch da mit dem Furz reinfliegen. Muss ich auch. Ich muss da auch mit dem Furz reinfliegen. Ah, ich merke schon, wie dieses Rohr funktioniert. Sobald ich es einmal benutzt habe, geht es automatisch aus. So. Dann fliege ich mit dem nächsten Furz nach oben. Ich muss mir alles genau anschauen, alles genau angucken, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, das jetzt 10-mal hier zu machen. Deshalb, ne, immer schön aufpassen, wen ich töte, wen ich nicht töten darf. Hier noch hoch. Genau, hier hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dich töten. So. Dann habe ich da jetzt auf jeden Fall die Luke offen. So, nehmen wir noch einen Furz mit. Weil ich darf auch nicht alle Slicks jetzt mit den Furzen töten. Weil das sind ein paar Slicks, die ich, glaube ich, auch benutzen werde oder benutzen muss, um weiter runterzukommen. Weil ich muss, wie ihr hier unten seht, dass da unten eine Telefonzelle ist. Und hier sind überall auf jeder Etage Telefonzellen. Das heißt, ich muss Etage für Etage mit einem Glacken runterkommen. Und ich glaube, es gibt da ein paar Etagen, wo es zum Beispiel keinen... Okay, wo es zum Beispiel keine Telefonzelle gibt. Nur ein Hebel. Okay, hier gibt es überall Telefonzellen. Ich könnte den hier auch sprengen. Theoretisch bräuchte ich hier, glaube ich, keinen Slick. Ich bräuchte, glaube ich, theoretisch hier gar keinen Slick. Und ich müsste sowieso, ich muss hier chanten. Das heißt, ich muss den Furz hier loslassen. Ich muss das Ding zerstören. Weil unten wird, jetzt unter mir, wird der Glacken gespawnt. Das ist dieses Tor, wo er immer gespawnt wird. Das heißt, ich muss das hier zerstören, damit ich chanten kann. Die Sache ist jetzt die, darf ich jetzt einen Slick töten oder nicht? Darf ich ihn jetzt töten oder nicht? Ich lasse ihn erstmal am Leben, denke ich mal. Vorstandsbüro, gehen wir rein. Ich muss, glaube ich, alle drei Türen erledigen, damit der Glacken gespawnt wird. So, gucken wir uns erstmal hier um. Okay. Achso, ich kann ihn hier rausholen. Ich glaube, da wird er rausgespawnt. Und ich habe sozusagen drei Chancen, da durchzukommen. Okay. Okay. Okay, okay. Habe ich noch einen Furz dabei? Ach, da oben sind Furze. Okay. Na, ich habe keinen Furz dabei. Okay, dann hole ich mir da unten Furz erstmal. Oh mein, da kommt der hier rüber. Der kommt hier rüber. Oh, lol. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich hier rüberkommen kann. Habe ich hier gesaved? Ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Dann holen wir erst den Furz und dann aktiviere ich den Hebel. Dann habe ich wenigstens nur einen Slick, der rumläuft. Und mir auf den Sack geht. Ja, komm. Ich dachte nicht, dass er jetzt direkt rüberkommt. Du Spast! Ja, du bist ein Spast. Ich bin ein... Ich habe keine Ahnung. Da gab es irgendwo mal so ein Lied, das irgendwie so ging, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie selbst gehört, nur immer von anderen Leuten singen, hören das Lied. Deshalb keine Ahnung. So, Quick Save mir mal kurz hier. Komm mal rüber, Puppe. Ah, hi. Was geht ab? Oh mein Gott. Ich bin so dämlich. Das war ganz schön dumm. Aber damit kann man arbeiten. So. Er kommt und er geht. Verzieh dich. Danke. So, beeil dich. Zack, wieder hoch. Warten, bis er kommt. Quick Save. Immer schön Quick Save, Leute. Safety first, ja. Safety first. Das zählt in diesem Spiel. Das wird hier, Safety first wird hier in diesem Spiel ganz groß geschrieben, ja. Ganz, ganz groß. Cool. So, dann furzen wir mal hier hin. Zack. Zerstören wir einmal das Ding hier. Boom. Na, jetzt. Boom. Oh ja, der war richtig schön saftig. Der ist mir richtig schön, sogar der ist mir sogar noch auf den Zähnen kleben geblieben, dieser saftige Furz. So, dann holen wir uns erstmal den leckeren Glacken. Hilfe! Hilfe! Oh. Komm her! Mach schon! Dankeschön! Komm her! Komm her! So, den tötest du jetzt. Oh, warte, wie geht nochmal schießen? Komm her! Nein, du sollst in die andere Richtung gucken. So, dankeschön! Ja, den töten müsste ich ja jetzt nicht mehr. Der kann ja hier von mir aus rumlaufen. Warte, komm mal her. Komm mal her. Ganz hinten in die Ecke. Ich weiß nicht, ob er... Nee, warte. Hier geblieben? So. Ich weiß nicht, aber ich glaube, diese Slicks, die von oben aus diesen Röhren kommen, die man selbst spawnt, ich glaube, die werden automatisch wieder weggespawnt, wenn man den Screen verlässt. Nicht den Screen verlässt, sondern glaube ich, wenn ich jetzt hier rausgehe und dann später wieder mit Ape spiele, dann glaube ich, wird der Slick weggespawnt, meine ich. So, dann haben wir jetzt hier einen.
Oh nein, ich wollte den mitnehmen. Egal, ist kein Problem. Nehmen wir den mal mit. Ich weiß nicht, was uns unten erwartet. Okay, hier ist zum Beispiel ein Hebel. Hier hätte ich zum Beispiel was falsch machen können. Nein, komm her. So, soll ich den töten? So, dankeschön. Denn hätte ich jetzt diesen Slick mit einem Furz getötet, dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Nein, komm her. Wie die zusammen lachen, ey. So, warte, du bleibst mal hier. So, damit er auch runterfällt. So, der fällt runter, perfekt. Und dann bin ich schon fast unten angekommen. Komm her. So, du kommst jetzt mit. Oh, der ist jetzt tot. Okay. So, sind wir komplett unten durch. Und hier brauche ich jetzt... Ne, hier kann ich jetzt mit Ape selbst runter und dann den Hebel ziehen. Das ist kein Problem. So, und da unten öffnet sich die Haupttür, nur wenn ich die anderen alle erledige. Das heißt, könnte ich jetzt im Prinzip den jetzt einfach töten? Ja, oder? Den Hebel betätigen kann ich ja selbst mit Ape. Da unten den anderen Hebel kann ich auch mit Ape betätigen. Deshalb denke ich mal, ich kann jetzt hier einfach sterben, oder? Ich sterbe einfach mal. Ich würde den einfach mal. So. So. Seht ihr? Das Slick ist weg. Der Slick ist weg. Meine Theorie wurde bewiesen. Der Slick ist weg. Der Slick ist weg, wie ich schon gesagt habe. Ne? Lecker schön. Lecker schön. Ja, lecker schön. Geiler Satz. Lecker schön. Lecker schön. Oh. Den einen Slick, den ich nicht getötet habe, der ist jetzt runtergefallen und wird mir wahrscheinlich jetzt Probleme bereiten. Aber okay. Ah, der ist wieder runtergefallen. Haben wir gerade gehört. Okay, hier brauche ich einen Glacken. Und da ist ein Mudokon. Hier kriege ich einen Glacken. Okay. Holen wir uns den Glacken? Penner! So, holen wir uns jetzt mal den Glacken. Hilfe! Hilfe! Ich hoffe, ich habe in dem anderen Level kein Dingens vergessen, ne? Kein Mudokon, da war kein Mudokon, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war so konzentriert, keinen Fehler zu machen, damit ich nicht alles von neu machen muss, dass ich gar nicht drauf geachtet habe, ob da ein Mudokon war. Okay, das ist jetzt auch offen. Da oben ist aber eine Wand. Das heißt, ich müsste eigentlich diesen Slick hier rüber holen. Bleib am Hebel stehen. Der soll am Hebel stehen bleiben. So. Ah, so töte ich den. Okay, so töte ich den. Der müsste jetzt irgendwie so sterben, ne? Aber dann komme ich ja mit dem Slick nicht mehr. Doch, komm ich. Alles gut. So, dann töte ich den mal jetzt. So. Und der müsste jetzt eigentlich sterben. Ja. So, dann kann ich hier das hier öffnen. Und das hier selbst ausmachen. Perfekt. Easy. Das war ein einfaches Level. Sei nicht so wütend, Mann. Alles ist gut. Alles ist gut. Es kommt noch ein abgefahrenes Level, wo es um wütende Mudokons geht. Das wird richtig abgefahren. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor. Leute, die vielleicht damals noch meinen Stream geguckt haben, kennen vielleicht diese Stelle noch, wo ich ein bisschen ausgeflippt bin. War abgefahren. War ziemlich abgefahren. So, 6 noch. Ich weiß nicht, in welchem Hub das kommt. Vielleicht in diesem Hub oder vielleicht erst im nächsten Hub. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. So, rein. Der spawnt ja hier. Okay, dann töte ich den einfach. Das ist der gerade runtergefallen ist. Ich kann aber mal mit ihm durchrennen und gucken, ob ich irgendwas noch machen kann. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, ich kann damit nichts mehr machen. Nee. Töten wir den einfach und fertig. Nee. Fucking Ape. Lach nicht über die Toten, ja? Das ist nicht lustig. So, was haben wir hier? Da ist nichts. Okay. Schön schleichen. Wieso hat er mich gehört? Ich bin geschlichen. Ey, du Spast. Ich glaube, ich brauche hier einen Propeller-Stick. Kann das sein? Was ist passiert, wenn ich an dem Hebel ziehe? Wow! Haha, guck mal, wo ich stehe. Kann ich mir mal in die Fresse geben? Pass auf. Oh, ist das gemein.
Ja, ich hab den runtergeschmissen. Ah, ist das geil. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Er ist nicht mehr hier. Warte, ich töte mal den Slick. Ah, okay, er kommt wieder. Wie klappt das mal? Ah, wunderschön. Warte, den Slick müsste ich irgendwie jetzt mal töten. Hey. Du sollst machen! Danke, so. Holen wir erstmal den anderen Stick runter. So, komm her, zieh mal an dem Hebel. So, und dann kommst du auch hierher. So, perfekt. Und dann tötest du jetzt für mich den anderen, wenn er gleich kommt. Mossiplot! Mossiplot! So, wunderschön. Hast du gut gemacht. Hast gut gemacht. Obwohl, ich hätte, glaube ich, den anderen nehmen sollen, oder? Dann wäre der wieder weggespawnt. Obwohl, ich glaube nicht. Ach, da sterbe ich. Okay. Nein, der rennt weg. Ich hätte den töten können. Fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Ha! Ah, verzieh dich. Warte. Ich möchte den wieder so geil runterschmeißen. Verzieh dich! Dann halt nicht. So, ich muss den anderen erstmal töten. Es sind wieder zwei jetzt, ne? So, komm her. Weg vom Hebel. So, und dann kommst du mit. Kommst du mit? So, perfekt. Dann springst du hier runter, ich spring mit und fertig. Dann haben wir hier auf jeden Fall mal alles safe. Alle weg, ne? Ja, alle weg. Die Vögel sind hier. Okay, gut. Ich hoffe, die sind nicht am Heulen, die da oben. Nee, die sind zufrieden. Die sind, guck mal, die beiden, die sind fröhlich, dass sie dort eingesperrt waren. Nicht fröhlich, aber sie akzeptieren es, ne, weißt du? Wir hatten ja in der letzten Episode mehrere Mudokons getroffen, die in so einem Käfig drin saßen. Die haben rumgeheult. Die beiden waren die ganze Zeit eingesperrt. Die waren sogar mit einem Slick eingesperrt, also noch schlimmer. Und die, alles cool. Weil die wissen, die haben in mich vertraut. Die wussten, dass eines Tages Abe kommt. Abe, der Retter, kommt und wird sie alle retten. Die wussten es, ne? Die haben da nur gewartet. Die wussten, dass es nicht für ewig ist. Die haben nicht den Kopf hängen lassen, gelassen, sondern haben gewartet. Ja, das sind wirklich tolle Leute. So, komm her. Du hüpfst da jetzt runter. Ich hole mir jetzt zur Not noch einen Furz. So, ich habe einen Furz, gut. Die Tür ist offen. Und mir fehlen zwei Modokons. Oh shit. Oh shit. Ich hoffe, wenn ich durch die Tür gehe, da steht aber nicht, dass es keine Rückkehr gibt. Das heißt, hier muss es noch weiter gehen. Ich hoffe. Moment. Habe ich den von ganz oben runtergeholt? Jetzt hab ich Angst. Hier ist nirgendwo einer, ne? Habe ich den von ganz oben runtergeholt? Mir fehlen zwei. Da sind die beiden. Oh, boah. Zum Glück, ey. Ich hatte schon Angst gehabt. Boah. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Nee. So, ihr alle. Mitkommen. So. Ich habe schon Angst gehabt, ey. Oh mein Gott. Ich dachte, der stirbt. Okay. So ein tiefer Fall. Und ich hatte stirbt, aber okay. Boah, okay. Fast 20 Minuten gebraucht für dieses Level. Das ist, wie gesagt, kein leichtes Level. So, beide unten. Hey, Dummköpfe, kommt schon. Jawohl. Jetzt hier noch. Die lachen mich aus, ey. Okay. So, ihr kommt hier auch runter, perfekt. Und dann hier runter und dann sind wir schon unten angekommen, meine Freunde. Ihr dürft jetzt auch gehen. So, dann hier noch. So, Leute. Und dann machen wir jetzt ein gemeinsames, für dieses schwierige Level, ein gemeinsames drei Finger hochhalten und pfeifen. Für dieses krasse, überkrasse Level. Also, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit, frage ich euch. Also, drei Finger, küssen. Ha, ha, ha. Das war schwer, ja? Das war schwer. Wir haben es geschafft. Deshalb. Oh, es geht noch weiter.
Oh nein, das sind wieder Flitschs. Flitschs. Ich hasse Flitschs. Ich hasse die Würmer. Ich sehe es schon kommen. Es wird scheiße. Wenn ich an dem Hebel ziehe. Okay, der ist zufrieden. Der ist glücklich, der ist zufrieden. Wenn ich an dem Hebel ziehe, wird wahrscheinlich die Luke hier öffnen, sich öffnen und das, die beiden Tore werden sich öffnen und die Flitschs werden losrennen. Oh, das sind noch sogar abgefahrene Slicks. Slicks, Mudokons. So, ihr beruhigt euch jetzt. So, da ist das Tor. Ich habe jetzt Angst, was passiert, wenn ich an dem Hebel ziehe. Lauf, 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 lauf. Das Spiel ist abgestürzt! Nein! Ich habe keinen großen Save-State gesetzt. Ich muss das ganze Level von neu machen.